Mensch! Oh mein Gott! Zurück! Hier ein Programmhinweis. Nach den Nachrichten hören Sie Weihnachtslieder. Im ersten Programm des Fernsehens beginnt jetzt die Sendung Wir warten auf das Christkind mit Herrn Lemmy in der Hauptrolle. Was? Eine Sendung für Kinder und alle, die auf die Bescherung warten müssen. Habe ich das richtig gehört? Lemmy spielt eine Hauptrolle? Habe ich auch verstanden, Lemmy. Wer mag Lemmy sein? Tatsächlich hier. 16 Uhr, wir warten aufs Christkind mit Lemmy. Oh, das sollten wir uns doch mal ansehen. Wie lange läuft das? Bis 18 Uhr. Also gerade richtig. Um 18.14 Uhr muss ich nämlich fahren. Zur Bescherung, zur Familie meiner Tochter. Kommen Sie doch zu mir runter. Da gucken wir uns das an. Oh ja, ich nehme aber gleich alles mit, weil ich dann ja auch endlich nach Hause darf. Weshalb müssen wir uns das denn eigentlich angucken? Na, wenn da ein gewisser Dings mitspielt. Sie meinen jemand, der so heißt, wie Sie mich gelegentlich zu nennen belieben? Wir gucken uns das an, weil es Wir warten aufs Christkind heißt. Na, das tun wir doch, oder? Also gehen wir. Die Luft ist rein, los! Sind die Quatschköpfe weg? Scheint so. Mensch, so ein großes Stück! Weg gib mir da auch was! Weg da, bin ja auch kleinste! Wir haben ihn zuerst gesehen! Mensch! Habt ihr noch gar nichts gehabt? Liebe Kinder, zeigt euch nicht! Spuckt euch lieber ins Gesicht! Ist doch genug da, Mensch! Schokolade! Schokolade! Ich hab ein Weihnachtsgeschenk! Komm, komm! Ach, du meine Fresse, Bücher! Peter Rosegger, als ich noch der Waldbauernbuch war. Waldbauernbuch, so ein Quatsch. Oh, weh. Mensch, da ist ja einer rausgefallen. Sieht ganz schön doof aus in der Kledage. Hey, wann haben Sie dich denn geboren? Am 1843. Warum? Dann ist der ja über 100 Jahre alt. Mann, und der stinkt noch kein bisschen. Wolf Dietrich Schnurre. Schnurre, das ist eine Katze. Als Vaters Bart noch rot war. Schmeiß runter, vielleicht fliegt auch wer raus. Vielleicht Vaters Bart. Oh. Aua. Kein Bart, noch ein Knabe. Sieht genauso doof aus wie der andere. Du bist auch nicht von heute, was? Was heißt von heute? Seit 1915 bin ich auf der Welt. Genauer gesagt, in Berlin. Ist das lange, Ralf? 50. Genau 60 Jahre. Und wie heißt du? Bruno. Und der komische andere da? Ich bin Peter, der Waldbauernbub. Wurdet ihr uns zufälligerweise auch verraten, wer ihr seid? Und was ihm verraten? Ja. Hedwig, Olli, Klaus, Eugenia, Leopold, Ralf, Herdmann, Lindhorn, Kansas, USA. Da ist noch ein Buch, stoßt das auch runter. Wo? Da. Wie heißt das? Hilfe, die Herdmanns kommen. Mensch, das sind ja wir. Da stoßen wir nicht runter, da schieben wir die Sachen hier rein. Was für Sachen? Na, die Weihnachtsgeschenke oder was das sein soll. Hey, Mensch, wir rufen hier den Deckel auf. Olli, helfe mal! Sind denn da keine Zigarren dabei? Nein, gar keine Sorte. Hier, ich helfe. Ja, rauchst du Zigarren? Na klar, darfst du Zigaretten? Du, die dürfen doch die Sachen nicht einfach nehmen. Alles klar und hast recht. Hey, ihr, die Sachen sind für den Christtag. Das sieht man doch. Die dürft ihr da nicht einfach klauen. Ganz einfach ist das, seht ihr doch. Was ihr tut, ist nicht recht. Was sagt denn euer Vater dazu? Unser Vater, Mensch, der ist vor vielen Jahren auf den Zug gesprungen. Was sieht die da bekommen? Der sagt also gar nichts mehr dazu. Los, fertig einrollen. Auch nicht zulassen. Ich bin zwar kein Schupo, aber wir müssen da rauf. Was ist Schupo? Polizist in Berlin. Und wie kommen wir da rauf? Da, der Tritt. Da. Ah ja.
dass da keine Zigarren dabei waren. Richtig still ist es hier. Richtig ein bisschen unheimlich. Kommt da. Wann kommt denn nun das Bild? Na, Sie scheinen ja sehr neugierig auf diesen Lemmy zu sein. Das ist doch unser Regal. Ach, das gibt's ja gar nicht. Oh, Büchereien sehen heute überall gleich aus. Das ist unsere Bücherei. Nee, und die Tür und der Feuerlöscher. Ah, und jetzt müssen gleich Lemmys, Herrn Lehmanns Geschenke zu sehen sein. Die stehen nämlich da auf dem Tisch. Bildstörung steht da. So was. Oh, ausgerechnet. Nein, das ist ja schwerer als mein Christstagssack. Wer ist denn das? So was Blödes. Muss denn das gerade jetzt sein? Da haben doch eben zwei Kinder miteinander gesprochen. Bei uns war aber niemand oben. Also kann es nicht unsere Bücherei sein. Ich werde trotzdem lieber mal raufkriechen. Mir ist das unheimlich. Kämmen Sie sich aber noch mal über. Was? Wieso überkämmen? Na ja, Sie könnten ja da oben ins Fernsehen geraten. Das ist Unsinn. Und winken Sie uns mal zu. Ich hole uns was zu trinken und ein bisschen Gebäck. Ja. Und jetzt einfach rausrufen. Wie heißen die? Hertmanns. Hertmanns, rauskommen! Und die gestohlenen Sachen mitbringen. Ja, hab ich richtig gehört, was? Ihr habt richtig gehört. Wir haben gerufen, rauskommen und ihr seid rausgekommen. Und jetzt gebt schön die gestohlenen Sachen wieder her. Widerspricht. Und wenn nicht? Dann holen wir sie eben. Jawohl! Feuer frei! Auf uns! Los, ihr doch mal mal! Los, Klaus! Auf ihn! Los! Auf ihn! Sei! Los, mach ihn kalt! Schlagt sie K.O.! Leckt sie auseinander! Kickt sie die Treppe runter! Ja, gut! Klasse! Klasse! Auf ihn! Ja, guck mal, ja, Mensch! Oh, wow. Guck mal, weg! Oh. Wer ist denn das? Wie sieht denn der aus? Mm. Wie könnt ihr es wagen, Bücher als Wurfgeschosse auf mich, ein Geschäft zu benutzen, dem Bücher so lange es denken kann? Das wart ihr wohl überhaupt nicht. Nee. Und wer seid ihr? Hertmanns! Ach Gott, die Hertmanns. Des Titels eures Buches eingedenk muss man nun wohl um Hilfe rufen. Was ist denn das für eine komische Nudel? Komische Nudel? Das soll ich wohl sein. Ich bin Baldwin Percy Hannibal Lehmann. Lehmann, Wehmann, Krämann. Also jetzt reicht's aber. Zurück in euer Buch. Los, los. Husch, husch, husch. Husch, husch, husch. Der Wehmann will uns was tun. Es obliegt mir als Bücherwurm dafür zu sorgen, dass randalierende und vandalisierende Kinder nicht eine Bücherei verwüsten, die in Ordnung zu halten mir obliegt. Wenigstens teilweise. Ruck. Mit Kasten. Was ist denn das für ein Kasten? Wollen Sie vielleicht lieber in einen anderen Kasten? Was? Wieso? Wollt ihr wohl? Hey, Eugenia, führ den Herrn noch mal bitte her. Jetzt geben Sie mir mal schön Ihr Patschentchen. Was denn? Wieso denn? Wohin denn? Hey, der Kasten soll weg. Na, dann nehmen Sie doch Ihre Nase aus dem Loch da raus. Das ist empörend. Nicht allein, dass ihr Bücher als Wurfgeschosse benutzt auf arme, unschuldige Kinder. Jetzt habt jetzt ihr sogar... Jetzt hört mal gut zu. Was wir mit den Zweien da abzumachen haben, geht's ihm Dreck an. Was? Geht mich ein Dreck an? Na, und die verstreuten Bücher hier und die Karteikarten? Ach, was red ich viel? Ich werde Verstärkung holen. Moment mal, ich glaube, wir werden sie hier mal eine Weile einsperren. Los, komm! Ja, los, auf, los, 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 los! Nicht mit Brachialgewalt! Lass mich sofort hier wieder raus!
Nur wenn Sie uns sagen, wie so ein Kasten fährt. Man muss da hinten auf den Knopf drücken. Ah ja. Den Knopf hier. Niemand! Halt! Halt! Wer wollte es uns so, dass wir in unser Buch zurückgehen? Was ist das, Kinder? Halt! Moment! Herr Susanne! Hey! Fräulein Wink! Ich sollte doch winken! Ich winke! Viel Glück! Winke! Weise! Fest! Sieht mich denn niemand winken? Nicht aufregen! Sie sind beruhigt, Nerven! Hilfe, so hilft mir doch. Die Störung dauert aber lange. Dass der Herr Lehmann nicht wiederkommt. Er versäumt ja hier nichts. Schalten Sie doch mal bitte um. Ja. Nein. Moment. Entweder ist hier die Hölle los oder ist es ganz still. Jetzt ist es schon eine ganze Weile lang still. Hilfe! Ist denn hier niemand mehr da? Da ist die komische Nudel wieder! Ja. Ich kann doch hier nicht die ganze heilige Nacht Karussell fahren. Hallo, Hilfe! Wir wollen Ihnen ja helfen, aber wie? Den Hauptschalter! Was ist das? Wo ist der? Das weiß ich auch nicht. Irgendwo draußen. Oder in anders Ordnung. Die Nummer verstellen. Was? Ich verstehe immer nur Bahnhof. Ich kann das nicht so schnell. Es ist zum Verzweifeln. Versuchen Sie auszusteigen. Ich kann doch nicht aus dem fahrenden Zug springen. Ruft Herrn Willi bald an. Mit Sprechanlage oder per Telefon. Also ich verstehe das überhaupt nicht mehr. Da ist ein Telefon. Los, komm. Was ist ein Telefon? Oh, jetzt weiß ich die Nummer nicht von diesem... Wieso Nummer? Diesem Willi bald. Welche Nummer hat dieser Dingsterbumster? 300... Verdammt! Man soll nicht fluchen. Warum denn nicht? Weil jeder Fluch Gottes lästerlich ist. Was sagst du denn, wenn mal was schief geht, hä? Mein Vater hat sich da was ausgedacht. Einen Fluch, der sicher nicht gotteslästerlich ist. Willst du ihn hören? Ja. Du verhöllte Sau. Du verhöllte Sau. Was machen wir denn jetzt? Na, der hat doch noch irgendetwas gesagt von Sprechanlagen. Sprechanlage? Was das ist, weiß ich auch nicht. Anschalt da drüben! Los, komm! Da muss man anschalt reinschreien. Hallo! Hallo! Hola, Leipzi! Hallo! Hallo, Bruno, Peter, habt ihr was erreicht? Ist das hier die Sprechanlage? Ja. Du verhüllte Sau, die neueste Technik. Na, wie sprichst du denn mit mir? Du musst auf den Knopf drücken. Auf welchen Knopf? Den obersten. Ich komm nicht ran! Ich auch nicht. Warte, ich mach dir die Röhrleiter. Oh ja. Hallo, kommen Sie bitte schnell! Wer spricht denn da? Bruno! Ich wollte eigentlich einen Mann sprechen. Wie heißt der? Willibald! Oh, ja, Willibald. Hier ist Willibald. Ist denn da immer noch Störung? Wir hatten umgeschaltet. Ja, dann schalten Sie wieder aufs Erste. Ende. Ich bin schon froh, dass das zu Ende ist. Du bist schon ziemlich schwer. Wer ist denn das? Da liegen ja lauter Bücher rum. Und die Karteikarten? Na los, rauf! Scheint ja wohl doch unsere Bibliothek zu sein. Was guckst du denn so? Glaubst du, waren das Geister, die mit uns gesprochen haben? Das kann ich auch nicht. Wird so eine Art Radio oder Grammophon sein? Vielleicht der Heilige Geist? Nee, der war es bestimmt nicht. Nur? Was ist denn hier los? Sind Freunde von der komischen Mutter. Anscheinend. Sind die groß. Wer seid ihr denn? Ich bin der Bruno. Aha. Und ich bin der Peter. Und wo ist Herr Lehmann? Da. Oder gleich wieder da. Wie bitte? Wo ist Herr Lehmann? Hier ist er. Herr Lehmann, wer hat sich denn daran verfrachtet? Ach, die Herdmanns. Und wo sind Ihre Weihnachtsgeschenke? Gestohlen. Geklaut. Was? Wer hat die geklaut? Die Herdmanns! Na und wer hat hier mit den Büchern rumgeworfen? Na, die Herdmanns! Und die Karteikarten hier rausgeschmissen? Na, die Herdmanns! Logisch, die Herdmanns! Na, die Herdmanns!
Hilfe, die Herdmanns kommen. Na, dann wollen wir mal sehen. Haltet mal den Mund! Ruhe in der Bude! Was hat denn hier gestanden? Was soll denn da gestanden haben? Zum Beispiel eine Flasche Wein, eine Schachtel Pralinen und Schokoladenbrezel. Weiß ich da nicht, wo die sind. Wir haben es doch genau gesehen, wie ihr es genommen habt. Alte Pain! Halt's Maul! Ihr sollt ja nur wieder rausrücken! Als ob ihr im Supermarkt nie was klaut und nur wie die Engel rumfliegen. Die zwei kennen doch keine Supermärkte. Was? Aber Zapzarab werden Sie doch wohl kennen. Ja, das schon. Aber nicht als Täter, sondern als Opfer. Dem Peter wäre einmal beinahe die ganze Christtagsfreude gestohlen worden. Und in Brunos Buch gibt es auch eine Weihnachtsgeschichte, wo das Klauen eine große Rolle spielt. Was habt ihr denn geklaut? Gar nichts mehr klauen! Du kannst doch nicht sagen, dass du noch nichts geklaut hast. Ja! Keller wie du! Gleich drei auf einmal. Ein spezielles Weihnachtsangebot. Sicher mit lauter Klaugeschichten. Nanu? Was ist denn das? Das ist ja meine Schlafbank. Hast du denn kein richtiges Bett? Nein, bei uns zu Hause haben nur die Eltern ein Bett. Sowas hier? Ist das Bett deiner Eltern? Das ist mein Bett! Bin gespannt, was sie für ein Bett bei uns rausholen. Nein, kein Bett, sondern eine Schublade. Doch, mein Bett! Das soll dein Bett sein? Ja. Naja, das war nämlich so. Der Olli wollte aus seinem nicht raus. Und da haben wir die Hedwig als letztens sowas gelegt. Oliver konnte Hedwig nämlich nicht leiden. Moment mal, Moment mal. Jetzt müssen wir doch noch mal nachsehen. Da muss doch noch etwas drin sein. Fräulein Susanne, können Sie mir mal helfen, ja? Doch ab! So, bitteschön. Was ist denn aber das? Hedwig, jetzt hast du ja gar kein Bett mehr. Ich schlafe ja auch auf der Straße. Das ist wohl Brunos Küche. Und da drüben, das ist wohl beim Waldbauern. Da ist ja unsere Uhr. Und wie spät ist es da? 5:07. Da ist ja meine Schlafbank wieder. Sag mal, Peter, in deinem Buch hier gibt's eine Geschichte, die heißt, als ich Christtagsfreude holen ging. Wann fängt die an? In der Früh 5:00. Da am Christtag, da hat mich der Vater geweckt. Soll ich mich hinlegen? Wär schon gut. Kriegen wir wahrscheinlich eine schöne Geschichte zu sehen. Erklären's mal. Der Peter ist von Beruf Waldbauernbub? Nein, nicht von Beruf. Er lebt auf einem einsamen Bergbauernhof in Alpel. Das ist in Österreich, in der Steiermark. Wie weit ist das denn von Kansas? Oh, ja, wenigstens um die halbe Erdkugel. Hey, was soll das? Geh raus, meine Geschichte fängt ja gleich an. Ich will ja bloß das blöde Gesicht von deinem Vater sehen, wenn der Leopold Herdmann aus Kansas weckt. Es ist gleich 5:00. Wenn ihr Peter nicht auf seine Bank lasst, werden wir keine Geschichte zu sehen kriegen. Hey! Was ist denn jetzt wieder los? Wetten, dass dein Vater noch für 2,50 $ dämlicher guckt, wenn eine Tochter aus Kansas weckt? Es ist gleich 5:02. Wollt ihr die blöde Geschichte sehen? Ich schalte einfach die Uhr ab. Ist doch Quatsch, ich will die Geschichte sehen. Peter, leg dich hin und mach deinen Bauernhof. Ich will die blöde Geschichte aber gar nicht sehen. Ach, halt's Maul. Sei still, Mensch. So, es kann angehen. Alles fertig für den Christtag. Peter, aufwachen.
Peter, wach auf. Hey, Peterle, komm, wach auf. Peter, jetzt wach doch auf. Cindy, ihr habt ja was zu sagen. Psst, sei doch nicht so laut, Mann. Wächst mich alle anderen mit auf. So, jetzt hör zu, was ich dir zu sagen hab. Du musst hinabgehen, nach Langenwang. Den Holzhändler, Spreizecker, zu Langenwang, den kennst du. Kiki, siehst du nicht, dass der Bub noch tief im Schlaf liegt? Wieso? Wach ist er. Aber lass ihn doch erst sich besinnen, dann magst du mit ihm reden. Dann hol ich die Sachen zusammen, die er braucht. Ich zieh ihn derweil an. Ja? So. Komm, Peterl. Christtag ist. Lass dich anziehen, dass du was helfen kannst. Jetzt hör zu, Peter, was ich dir sagen muss. Da, nimm den leeren Sack, du musst das heimbringen. Nimm den Stock, es ist viel Schnee. Nimm die Laternen, die Wege sind schlecht und die Stege sind vereist. Du musst hinab nach Langenwang. Holzhändler Spreizecker zu Langenwang, den kennst du. Der schuldet mir Geld. 2 Gulden, 36 Kreuzer für den Lerchbaum. Ich tät schön drum bitten. Und schön höflich anklopfen und den Hut abnehmen, wenn du in sein Zimmer trittst. Mit dem Geld gehst du dann zum Kaufmann Doppelreiter. Und dann kaufst du 2 Massel Semmelmehl und 2 Pfund Rindschmalz und 2 Groschen Salz. Und das tragst heim. Ach, mit Mehl und Salz und Schmalz allein kann ich kein Christtagsessen richten. Ich brauch dazu noch Germ und meinen Groschen. Weinperlen 5 Kreuzer. Zucker 5 Groschen. Safran 2 Groschen und Neugewürz für 2 Kreuzer. Ja? Hey Peter, wieso spricht denn deine Alte plötzlich Chinesisch? Was soll das sein, meine Alte? Na, deine Mutter da. Wer sind denn die? Meine Freunde. Deine Freunde? Und nennen mich deine Alte? Schimpft meine Mutter nicht alt, das ist sie ja gar nicht. Und alles, was sie sagt, verstehe ich sehr gut. Was soll das sein? Germ, Safran und Weindings? Und Gulden und Kreuz und der ganze Mist. Gulden, Kreuzer und Groschen und der ganze Mist. Mein lieber Leopold, ist österreichisches Geld vor 100 Jahren. Germ ist Hefe, damit der Kuchen aufgeht, und Safran ist ein sehr edles Gewürz. Sag bloß sowas wie Myrrhe. Ja, kann man sagen. Myrrhe ist mehr zum Riechen und Safran ist eine Speisezutat. Safran macht den Kuchen gel, ja, haben wir als Kinder gesungen. Ja, oder sowas. Ja, und was war es noch? Irgend so ein Weindings. Ja, richtig, Weinbeeren. Es sind getrocknete Weintrauben, Rosinen, Korinthen. Und das behältst du alles im Kopf? Ohne aufzuschreiben? Aber freilich behalte ich das. Etliche Semmeln werden auch müssen sein. Dann kaufest es. Wenn das Geld zu wenig wird, dann bittest du den Kaufmann Doppelreiter. Er möchte die Sache derweil borgen. Zu Ostern, wenn unsere Kohle abgerechnet und beglichen wird, will ich dann schon fleißig zahlen. Eine Semmel magst du unterwegs selber essen, weil du ja vor Abend nicht heimkommst. So. Jetzt geh nur, es ist nach 5, damit du die Messe 8 Uhr zu Langenwang noch erreichen kannst.
wieder gut an. Aus. Verhüllte Sau. Du wirst mich nicht dran hindern. Ich nicht, aber wir alle zusammen. Was ist denn los? Mensch, wenn der in die Kirche geht, stiehlt er uns doch die ganze Show. Na, das hat er mal versucht. Das wollen wir erst mal sehen. Moment, was wollt ihr denn? Der soll nicht in die Kirche gehen. Und warum nicht? Wenn der jetzt in die Kirche geht und ein Krippenspiel macht? Aber was Krippenspiel? Ich such doch nur einen Heiligen. Doch wohl nicht so einen heiligen König. Aber nein, ich suche einen Heiligen, der behilflich ist, Schulden einzutreiben. Wehe, wenn der uns Bescheid! Du mir wohl den Blasbalg bei der Orgel treten. Es ist der Mesner pur krank worden. Dann komm rauf zur Orgel. Hab schon einen gefunden. Immer hintereinander. Dauert
Ah, Birbel, willst dich wärmen gehen? Na, geh dich nur wärmen. Ist kalt heute. Mir ist nicht kalt, aber mein Vater lässt den Spreizecker schön grüßen und bitten ums Geld. Ums Geld? Wieso? Ja, richtig, bist ja der Waldbauernbub. Bist früh aufgestanden heute, weil du schon nicht weit weg kommst. Rost noch ab drinnen. Ruh dich aus. Und ich lass deinen Vater auch schön grüßen und ihm gute Feiertage wünschen. Ich komm ohnehin eh Zeit einmal zu euch hinauf. Nachher werden wir schon gleich werden. Wird mir mein Herz schön ums Geld. Muss Mehl kaufen und Schmalz. Und darf nicht heimkommen mit leerem Sack. Du kannst es Schulden erbitten, dass einem weich wird ums Herz. So, nimm derweil das. In 14 Tagen wird der Vater den Rest schon kriegen. Heute habe ich nicht mehr. Das reicht wohl nicht, was, Peter? Ein Gulden. 2 Gulden, 36 Kreuzer war er schuldig. So eine Filzlaus. Bastard! An den Armen verdienen. Was machst du denn jetzt, Peter? Oh, ich gehe zum Kaufmann Doppelreiter und verlange ruhig und gemessen alles, was die Eltern mir aufgetragen haben. Da bin ich aber gespannt. Worauf? Ob der wirklich alles auswendig behalten hat, was der einkaufen soll? 2 Maßel Semmelmehl, 2 Pfund Rindschmalz, 5 Groschen Zucker, 2 Groschen Salz, 1 Groschen Germ, 5 Kreuzer Weinperl, 2 Groschen Safran, und 2 Groschen Neugewürz. Und das alles jetzt? Ja. Und wie viel macht das jetzt alles zusammen aus? Das macht 3 Gulden, 15 Kreuzer. Da ist aber 1 Gulden, den Rest wird der Vater zu Ostern bezahlen. Zu Ostern? In welchem Jahr? Na, nächst Ostern, wenn uns die Kohle abgerechnet und bezahlt wird. Na, lass ihm's nur, Mann. Der Waldbau hat schon öfter auf Bord genommen und nachher allemal ordentlich bezahlt. Lass ihm's nur. Lass ihm's, hey, werd ihn mal wieder wegnehmen. Kann man nicht auch noch 5 Semmeln haben? Semmeln kriegt man beim Bäcker. Ja, das weiß ich wohl, aber ich habe kein Geld mehr. Ja, der Bäcker wird dir auf Bord keine Semmeln nicht geben. Aber ich muss sie doch heimbringen. Na, da hast 2 Groschen für deine Semmeln. Vergelt's gar 1000 Mal. Komm her. Von Herzen Dankeschön. Für unterwegs zum Naschen. Schiebt's den hin, Bub. Räum zu. Was schleppst denn? Sachen für den Christtag. Du bist der Kilian, gell? Ah, kennst mich? Gute Sachen. 1000 Zapperment. Wem gehörst denn zu? Dem Waldbauer. Ah, zum Waldbauern will's gern auf. Nach einem solchen Marsch wirst du gut schlafen bei der Nacht. Heute wird nicht geschlafen. Heute ist Christnacht. Ja, was willst denn sonst du noch schlafen bei der Nacht? Nach Katrein in die Mette gehen. Noch nach Katrein? Den weiten Weg? Um 10 Uhr abends gehen wir von zu Hause weg und um 3 Uhr früh sind wir erst wieder daheim. Ja, da gehört aber viel Christentum dazu. Beim Tag ins Mürztal und bei der Nacht in die Mette nach Katrein. Naja, so viel Christentum habe ich nicht. Aber das sage ich dir doch. Wenn du deinen Sack auf meine Trage tun willst, dass ich ihn bis zur Weggabel trage, so hast du ganz recht. Warum soll der alte Esel nicht auch einmal schleppen? Oh, vielen Dank und vergelt's Gott, Herr Kilian. Ja, wie Weihnachten. Da geht's halt runter und drüber.
Da reden sich die Leute in eine Aufregung und Frömmigkeit hinein, die gar nicht wahr ist. Im Grunde ist der Christtag wie jeder andere Tag. Nicht einen Knopf anders. Der Reiche, ja, der hat jeden Tag Christtag. Aber uns einer hat jeden Tag Karfreitag. Der Karfreitag ist aber auch schön. Ja, wer genug Fische und Butter und Eier und Kuchen und Krapfen hat zum Fasten. Herr Kilian! Bär bin ich gewesen. Undankbares Volk. Danke, grüß Gott, Hansl. Ist ja recht, Peterl. Glaubst du, dass mit der Kilian alle Sachen weggenommen hätte? Ich will heute am Christtag niemand was Unrechtes nachsagen. Aber es war schon recht so, dass ich gerade da war, an der Weggabe. Na, du steigst jetzt da rauf, in dein Christamt, und ich zieh da in meinen auf. Behüt dich Gott, Hansl. Bitte Gott, Peterl. Hey, Pamels, hey! Hey, Pamels, hey! Hast alles? Alles. Brav bist. Und einen Hunger wirst du haben. Schon sehr. Gleich mache ich dir was zum Essen. So. Ach ja, und bitte die Schuhe einfetten für den Gang nach St. Kathrein heute Abend. Natürlich. Setz dich und zieh das aus. Schläft ganz fest. Ihr habt's aber auch wirklich verdient. Nur mal ehrlich, wenn unsere Mutter den Olli um 5 Uhr früh zum Einkaufen schickt nach Kansas City, ja, hin und zurück 6 Stunden. Zu Fuß! Käm gleich die Fürsorge und sag, es darfst du nicht. Genau, aber ich fand das da schön, mein Peter. Oh. Reich waren die auch nicht damals. Bergbauern in der Oststeiermark konnten zu Rosigers Zeiten durch Hagel oder Missernte sehr schnell arm werden. Wart ihr denn etwa reich 1928 in Berlin? Wir? Wo Vater seit Monaten arbeitslos ist? Ist das Ihr Weihnachtsbaum? Nein, das ist sozusagen eigentlich mein Zettelbaum und zu Weihnachten zusätzlich mein Weihnachtsbaum. Wetten, dass wir den höchsten Weihnachtsbaum von allen haben? Wie denn? Wo ihr arbeitslos wart? Wie hoch ist Ihrer? Na, ich habe unten nur einen Adventskranz, aber der bei meiner Tochter, wo ich nachher hinfahre, der ist ungefähr
so hoch. Hertmanns Würr ist eurer! Ach, wir kriegen ja von irgendeinem so Verein so ein mickriges Ding spendiert. Oh, nein. Ja. Hey, Peter, wie hoch ist euer Weihnachtsbaum? Ja, ist schon Zeit für die Mette? Quatsch, wie hoch euer Weihnachtsbaum ist. Was ist das Weihnachtsbaum? Der kennt keinen Weihnachtsbaum. Du verhältst auf. Ich werd verrückt. Das muss ich doch mal meinen Weihnachtsbaum fragen. Ja, stimmt. Zu Peters Zeit war die Weihnachtsbaumsitte höchstens in einigen städtischen Familien in Österreich bekannt, also sicherlich noch nicht bei den Waldbauern. Na, ist dann. Und das Fräulein, wie hoch ist ihrer? Ich fürchte, du wirst deine Wette verlieren. Bei uns zu Hause kratzt der Weihnachtsbaum immer an die Zimmerdecke. Also höchstens einen Stock hoch. Ja, so könnte man es nennen. Na, höher geht's doch nicht, oder? Doch, ich bin der Weihnachtsbaumsieger. Unserer ist 3 Stock hoch. Wo soll denn ein so riesengroßer Weihnachtsbaum reinpassen? Ja, vielleicht gab's bei Bruno so ein riesig hohes Wohnzimmer. Na also, nach dem, was wir vorhin hier gesehen haben, was soll denn das sein? Da passt das Bett nicht hin. Na, schieb's doch weg. Helft ihr mir mal? Hallo. Los. Ist das euer Wohnzimmer? Ja. Also, Bruno, jetzt schwindelst du uns was vor. Nö. Das sieht ja aus wie ein Museum. Ausgestopfte Giraffe, ein naturkundliches Museum. Stimmt. Und wer ist das da? Das ist mein Vater und der Museumswärter. Da muss ich jetzt auch hin. Warte bitte unten, Bruno. Ist gut. Ja, nein. Ja, ja. Auch arbeitslos. Ich nicht, Vater. Na ja, der Herr Doktor. Mein Vater ist kein Doktor. Na, wir nannten ihn so. Alle. Stehen viel ausgestoppte Tiere von ihm in den Sälen hier. Hat viel gearbeitet hier. Hat, ja. Na ja, nun ist wieder bald Weihnachten. Aber traurig sein gilt nicht. Mein Vater sagt immer, die meisten Leute. Weiß nicht, wie er sagt. Sie können sich hier aufhalten, so viel Sie wollen, solange Sie wollen. Aber Arbeit, da müssen Sie schon warten, bis bessere Zeiten kommen. Und wann meinen Sie, ist das? Ich möchte Ihnen nicht wehtun, Herr Doktor. Wir können uns hier aufhalten. Sonst. Lift. Da am Fenster. Da ist ja Heizung. Du kannst deine Jacke ausziehen, oder? Komisches Wohnzimmer. Schön warm da also. Tja, meine ausgestopften Paradiesvögel könnten ja frieren. Guck mal, die Angler. Wo? Hä? Da. Aha. Das ist aber ein kalter Sport. Sport? Junge, die Herren haben Hunger, die warten, dass ihr Abendbrot anbeißt. Von wegen Sport. Wer weiß, ob der Rechte da überhaupt gerne Fisch isst? Die singen Orias Udo Fröhliche, wenn sie Heiligabend so ein Fischerippe auf dem Teller haben wie ihn. Falsch. Ganz falsch. Die meisten Leute sind nur zu den Feiertagen fröhlich und dann vielleicht zu Silvester nochmal. Das genügt aber nicht. Man muss mindestens einen Monat vorher mit dem Fröhlichsein anfangen. Zu Silvester kann man ruhig traurig sein. Ja, ist ja nie schön, wenn ein Jahr einfach so weggeht. Nur jetzt, so vor Weihnachten, da ist unangebracht, traurig zu sein. Das sagt Vater immer. Das wollte ich Ihnen vorhin erklären. Der Junge sieht ja auch ganz fröhlich aus. Aber Sie, Herr Doktor? Ja. Naja, er hat ja keinen Vater, der ihm das immer sagt, was er mir immer sagt. Tja. Ach so, ja, wir gehen schon. Kommt, zieh die Antwort. Tut mir leid. Dienst ist Dienst. Komm. Wiedersehen. Wiedersehen. Und schönen Dank. Bitte, bitte. Nanu?
Was ist denn das? Jetzt muss das Bett wieder her. Los, kommt! Hier ist es richtig. Ihr müsst jetzt hier raus, sonst geht meine Geschichte nicht weiter. Wo sollen wir hin? Genau. Kommt mit auf meine Bank. Nee, die ist so hart. Und viel zu klein. Nutzt nix. Ich möchte wissen, wie die Geschichte von Bruno weitergeht. Ach, Mann. Kommt. Also gut. Warum murmelst du dich so ein? Weil es sehr kalt ist. Schläfst du schon? Mir fällt ein, wir brauchen ja einen Weihnachtsbaum. Findest du? Ja. Und zwar so einen richtig schönen, nicht so einen Murklien, der gleich umkippt, wenn man bloß eine Walnuss dranhängt. Vielleicht könnte man auch ein paar Lebkuchen kriegen und dranhängen. Gott, warum nicht? Nur mit Frieda reden. Vielleicht kennt Frieda auch gleich wen, der uns den Baum schenkt. Weiß ich nicht. So einen Baum, wie ich ihn mir vorstelle, den verschenkt niemand. Das ist ja ein Reichtum. Ein Schatz ist es. Der kostet ja eine Mark. Was? Eine Mark. Mindestens zwei. Zwei Mark? Und wo gibt's den? Siehste, das überlege ich auch gerade. Aber wir können ihn noch gar nicht kaufen. Zwei Mark. Wo willst du die denn hernehmen? Du kannst ihn lange suchen. Da ist nicht mehr fürs Leihhaus. Das Grammophon war das letzte. Schlaf mal erst. Ich werde mir den Fall durch den Kopf gehen lassen. Weihnachtsbaum nachdenken. Ja, ja, jetzt hast du wieder dein Thema, wie immer vor dem Fest. Sei still. Irgendwas muss man haben, wenn es schon keine Arbeit gibt. Was ist denn das? Rocco Sanko unten klopft. Ach so. Entschuldigen Sie! Ob man was? Aber nicht doch versuchen sollte, einen gewöhnlichen Baum zu kriegen. Also verrückt. Vielleicht den Kohlstrunk da. Was ist denn das? Ein Handflieger oder eine Zahnbürste? Knief. Was heißt Knief? Kommt nicht in Frage. Na, wie wär's, mein Herr? Das letzte schönste Bäumchen. 1,50, weil sie es sind. Und wenn wir 100 Mark in der Tasche hätten? Nee. Na, denn nicht, lieber Onkel. Schön ist der ja nicht. Aber der letzte, wenn Sie noch keinen haben. Ach, das ist es ja. Was soll er denn kosten? 4 Mark. Für Sie, gute Frau, 3,50. Also, das ist doch wirklich ein bisschen happig. Was soll ich machen? 5 Mark. 4, 5. Besten Dank, meine Dame. Heute ist der 23. Weiß ich selber. Otto, Bruno! Hier, Bruno, hast du eine halbe Bulette? Danke. Was ist mit euch los? Vater sieht ja aus wie 7 Tage Regenwetter. Ja, ja, ich weiß, immer alles schön für sich behalten, was einen tut. Ich denke, man soll sich freuen auf Weihnachten, sagst du doch immer. Und wo sollen wir einen Weihnachtsbaum herkriegen? Kannst du mir das verraten? Ist das alles? Genügt doch, oder? Also, ihr seid vielleicht komisch. Warum geht denn nicht einfach in Grunewald einen klauen? Frieda!
Ist das dein Ernst? Logisch. Machen doch alle. 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 Du gestattest wohl, dass ich erst den Jungen nach Hause bringe, ehe ich dir hierauf die gebührende Antwort erteile. Aber Otto! 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 Otto, hör doch mal! Und sei doch nicht so empfindlich, ich hab's doch gar nicht so gemeint. Soll ich einen Kniefall machen? Entschuldige bitte. Ist ja schon gut, Frieda. Du erkältst? Ja. Bis heute Abend dann. Mensch! Vater! Vater, was ist denn? Ich brauche gar nicht zu rennen. Aber ich habe die Idee. Ich weiß, wie wir zum Weihnachtsbaum kommen. So. Das hält. Hier, selbstgemacht. Staniol. Schön. Dass der Bruno so lange schläft. War doch mit heute Nacht ein Baum holen. Ach so. Hier. Mensch, ist das ein schöner Baum. Mit Sternen und Lebkuchenmännern. Brauchst du noch nicht aufstehen, Bruno. Warst doch der halbe Nacht mit unterwegs. Doch, ich muss noch wohin. Entschuldige mal, aber der Baum ist doch nicht 3 Stock hoch. Abwart, ich hab jetzt keine Zeit. Wo musst du denn noch hin am Heiligabend? Psst. Was willst du denn? Guten Tag. Wir haben bei Ihnen ein Grammophon. Sehr gut erhalten. Und weil doch mal unsere beiden Großmütter heute kommen. Und da wollen wir Ihnen... Nummer? 1724-9. 1724-9, ja. Und? Weil doch Weihnachten ist und da kommen meine beiden Großmütter, alle beide. Und da, möchten wir ihnen diese schöne Musik auf ihre alten Tage nicht so... Au! Wie oft du sonst schwindelst, ist mir ganz egal. Aber zu Weihnachten wird die Wahrheit gesagt. Verstanden? Aber wehe! Ihr macht was dran kaputt. Oh, vielen Dank! Und nur für 3 Tage. Ja. Und auch bloß... Weil du es bist. Vater, muss ich umdrehen? Mensch, Bruno, wie hast du das geschafft? Ja. So. Mensch, Frieda. Wenn wir deine Destille nicht hätten,
Bienenstich. Mhm. Schön, ne? So, komm mit deinem Hut. Oh. Der Wind ist ja ganz schön alt. Klemmt ja wie verrückt. Kann ich mich nur umdrehen? Moment, ihr verdammte Trichter, denkst du, ich krieg das Ding fest? Psst, was denn bloß für ein Trichter? Das Grammophon. Ist der verrückt. Und der Baum war natürlich auch geklaut. War er nicht. Wer willst du das denn wissen? Naja, weil ich frage noch mal den Herrn Willibald. Herr Willibald, bitte zeigen Sie doch noch einmal das Bild. Ja, aber gern. Seht ihr? Hier macht der Vater gerade die Verschnürung auf. Was denn bloß für eine Verschnürung? Ich zeig euch, wie es war. Bruno, nun mach doch endlich! Es wird doch schon hell! Wir müssen es doch noch im Dustern erledigen! Da ziehen wir die Leiter weg. Ach, hier, warte mal. Hier hast du übersehen. Oh, danke. So, nun pass mal an. Vorsichtig. Das keins. Anfassen. Nee, dreh dich da um. Umdrehen, ja? Weil was? Nee, dann nimm erst mal den Spaten da. So. Hast du? Ja. Geht's? Ja. Out! Reiz. Tach. Den Spaten kriege ich wirklich am dritten Feiertag. Moin zurück, aber hätte auch keine Eile gehabt, Herr Doktor. Haben Sie besten Dank, dass Sie uns den geborgt haben. Hat's denn wenigstens was genutzt? Oh ja, wir hatten einen sehr schönen Heiligenabend mit einem wunderbaren Jo, viel Musik hatten wir. Dass die Leute Kohlen brauchen über Weihnachten und was zu essen, davon habe ich schon gehört. Aber dass ich jemanden Spaten bäue über die Feiertage? Hat uns jedenfalls beste Dienste geleistet. Bruno, sag die Wahrheit. Komm mal raus da. Können Sie nicht mal den Museumsrollen da wegtun? Ja, natürlich. Ihr habt den Prachtbaum bei Nacht und Nebel vergraben, stimmt's? Wegen der Nachbarn, ne? Wir haben ihn nicht vergraben, wir haben ihn eingegraben. Herr Willibald, bitte schauen Sie doch nach, ob da nicht noch was drauf ist beim Bruno. Gut, machen wir. Da, eingegraben haben wir ihn wieder. Umdrehen. Was? Umdrehen. Ach so. Ja. Das soll euer Weihnachtsbaum sein. Klar, der war doch bloß geborgt. Ich habe mir sowas gedacht. Gell, da waren unten noch die Wurzeln dran. Deshalb musste ihn dein Vater oben anbinden. Stimmt, so sieht er aus. 10 Jahre nach unserem Fest. Komisch, dass der mal bei uns im Wohnzimmer stand. Nicht? Das glaube ich nicht. Das kann ja jeder sagen. Da guck mal ganz genau auf den rechten Zweig. Tatsächlich. Der letzte Sheriffstern von eurer Frieda. Na, dann wollen wir auch mal. Was denn? Wie denn? Ja, wir was wollen wir denn? Na, die Sachen rausholen. Was der Bruno mit seinem Alten kann, das können wir schon lange, auch ohne Vater. Aber wir wollen doch nicht essen. Ruhe, ja. Die Sachen kommen raus. Und der Wurm sieht ja auch nicht aus, als ob er jeden Tag Satz zu essen hätte. Oh doch, wirklich. Könnt ihr ruhig behalten. Nein, nein, wir haben ja noch den Bienenstich im Bauch. Und der hält noch eine ganze Weile vor. Gleich passiert.
Ruf hier mein Herr! Ruf erst Herrn Lehmann fragen! Warum Herrn Lehmann fragen? Macht wirklich nichts. Sagt mal ihr, wie spät ist das eigentlich? 16:45. Haben wir ja noch etwas Zeit. Was ich sagen wollte, wie spät ist es? 16:45. Und heute ist Weihnachten? Ja, allerdings. Dann lassen wir uns aber mal schnell unser Buch zurück. Wir müssen nämlich noch das Krippenspiel spielen. Was müsst ihr? Das Krippenspiel spielen. Entschuldigt mal, ich habe da vorhin angefangen, euer Buch zu lesen. Und da steht drin, dass ihr klaut, stimmt, lügt, stimmt, flucht, stimmt, betrügt, stimmt, Zigarren raucht. Das genügt. Eben, was tut ihr da in einem Krippenspiel? Moment mal. Das ist doch sicher hier bei euch zu Hause, was? Stimmt. Genau. Little Town, Kansas, USA. Genau. Wie soll man denn da runterkommen? Ja. Mal springen? Oh ja, das ist auch nicht. Na, wenn das eine Weihnachtsgeschichte werden soll. Die sehen doch aus wie die Rächer der Enterbten, als ob sie gleich den nächsten Saloon leer schießen wollten. Was lümmeln denn die Herdmanns hier rum? Soll ich sie fragen? Nein, nein, die können ja lang gehen, wo es ihnen Spaß macht. Der Frauenverein macht dies Jahr wieder ein Krippenspiel. Leitung wie immer Helen Armstrong. Ja, ja. Und Hauptrollen wie immer Alice als Maria und so weiter. Ja, und alles, was ich zum Gelingen beitragen kann, ist, dich zu bitten, dass du es dir ansiehst. Och, ich habe das Krippenspiel doch schon gesehen. Ja, aber dies Jahr hast du es noch nicht gesehen. Unser Sprössling Charlie spielt einen Hirten. Ja, das hat er im vergangenen Jahr schon getan. Wirklich. Geh du doch hin. Weißt du was? Ich zieh mir meinen Bademantel an, setz mich vor den Kamin und spann mal richtig aus, hm? Das ist doch sowieso immer das Gleiche. Dies Jahr ist etwas anders. Was? Charlie trägt deinen Bademantel. Also schön, komm ich und schau mir meinen Bademantel an. Drüben bei Helen Armstrong. Sicher wieder die Herdmanns. Du solltest die Herdmanns nicht für alles verantwortlich machen, was hier in der Stadt passiert. Waren das die Herdmanns? Nein, wieso? Ich bin von der Leiter gefallen. Mach das Gas unter den Kartoffeln aus. Rufen Sie meinen Mann an und den Frauenverein. Ja, Ma'am. Hast du starke Schmerzen, Helen? Ja, schreckliche. Lass die Kinder nicht an meine Rosenhecke. Rosenhecke? Mach ich. Was war? Helen Armstrong hat sich das Bein gebrochen. Oh ja. Und du sagst, na ja, aber Helen leitet das Krippenspiel, organisiert den Weihnachtsbazar und unser Wohltätigkeitsessen. Ja, wirst du was davon übernehmen? Mrs. Cater, Mrs. Cleaving? Na sicher. Ich möchte nur verhindern, dass das Krippenspiel an mir hängen bleibt. Mabel, hör mal zu, Unglücksnachricht. Helen hat sich das Bein gebrochen. Was? Schrecklich. Ja, und der Frauenverein? Den Weihnachtsbazar, den könnte ich übernehmen. Aber das Krippenspiel, die vielen Kinder. Ich ruf gleich Mrs. Keter an. Ja, ja, ich sag dir Bescheid. Ja, ich hab's ja gesehen. Ich ruf sie gleich im Krankenhaus an. Weil mit dem Krippenspiel, die Kinder, das weiß ich auch nicht. Ja? Ja, wird gleich geröntgt. Also gut, Mabel den Bazar, du das Wohltätigkeitsessen, bleibt für Mrs. Brown das Krippenspiel. Ich rufe sie gleich an. Und warum kann Mrs. Cater? Ah, die macht das Wohltätigkeitsessen. Und Mabel im Bazar. Hm? Also gut, mache ich das Krippenspiel. Gute Besserung, Helen. Gratuliere. Wozu? Charlie, deine Mutter leitet in diesem Jahr das Krippenspiel. Was? Ja, die große Chance für unsere Stadt. Blas das Krippenspiel ab und zeig stattdessen Filme. Was denn für Filme? Oh, ich weiß nicht. Fritz Temper hat 5 große Filmrollen über den Yellowstone-Nationalpark. Was hat denn der Nationalpark mit Weihnachten zu tun? Ich kenne einen guten Film, den haben wir in der Schule gesehen. Eine Herzoperation. John und Betty ist dabei schlecht geworden. Also ich glaube, ihr haltet euch für sehr witzig.
Das Krippenspiel ist Tradition und ich habe nicht die Absicht, alles umzustoßen. Aber vielleicht brauche ich keinen Hirten zu spielen. Ach, das kannst du mir nicht antun, Charlie. Aber nein, Charlie, als Sohn von Mrs. Baum musst du mit gutem Beispiel vorangehen. Macht er ja auch. Wenn ich frage, wer meldet sich freiwillig als Hirte? Melde ich mich freiwillig als Hirte. Hast du alles fertig für morgen? Wofür? Für die Sonntagsschule. Du brauchst was zum Schreiben. Die Lehrerin hat mir gesagt, ihr sollt auf einen Zettel aufschreiben, was ihr an der Sonntagsschule am meisten mögt. So, nun wollen wir mal hören, was jede aufgeschrieben hat. Bitte, fang an. Was ich an der Sonntagsschule am meisten mag, ist das schöne Gefühl, wenn ich hingehe. Ich höre so gerne Lieder von Jesus. Was ich an der Sonntagsschule am meisten mag, ist die biblische Geschichte. Was ich an der Sonntagsschule am meisten mag, ist, dass es überhaupt keine Erdmanns gibt. Was? Ja. Ist das alles, was dir an der Sonntagsschule gefällt? Ja, wir sollten doch aufschreiben, was wir am meisten mögen. Ja, und du magst doch am meisten... Keine Erdmanns. Ja, aber die christliche Nächstenliebe... Hier. Drei blaue Flecken täglich. Und hier. Ich sitze nämlich in der Schule neben Leopold Erdmann. Und seit 3 Tagen klaut er mir jedes Mal die Süßigkeiten aus dem Schulbrot. Wahrscheinlich geht das morgen weiter. Du meinst wohl, wenn dir deine Mutter einen 50er mitgibt, dass du deine Süßigkeiten bekommst, was? Mir macht das nichts. Sagst du bloß? Nee, bestimmt. Ich kann so viel Süßigkeiten haben, wie ich will in der Sonntagsschule. Was? Lügst. Nein, da kriegen wir auch Gummibärchen, Eis und Lutscher. Von wem? Vom Pfarrer. In der Sonntagsschule? In der Sonntagsschule. Okay, wir kommen. Was ist denn los? Oh, die Erdmanns. Wo gibt's den Kuchen? Mein Sohn, ich weiß nichts von einem Kuchen, aber draußen in der Küche werden gerade die Essensspenden eingesammelt. Kommt. Wenn du das meinst. Was? Ja, ich denke, wir sollten unser Lied zu Ende singen. Und dabei geht gleich der Korb für das Geld rum. Dein Glück, dass du dich gelogen hast mit den Süßigkeiten. Du teuer Heiland Jesu Christ, die heilig seid erfüllt, die uns versündet dahin, so. Ich muss noch was ansagen wegen dem Krippenspiel.
Am nächsten Sonntag wollen wir festlegen, wer die Hauptrollen spielt. Natürlich wollen wir, dass jeder Junge, jedes Mädchen aus der Sonntagsschule am Krippenspiele teilnimmt. Danke, meine Tochter. So geht hin in Frieden. Amen. Na, hoffentlich darfst du wieder ein Engel spielen. Du machst dich so gut als Engel. Und tu doch nicht so scheinheilig. Das sag's ja bloß, weil du die Maria spielen willst. Ich will sie ja gar nicht spielen. Die süßen Sachen. Hey, was ist denn? Was ist ein Krippenspiel? Ein Theaterstück. Sowas wie Kino? Ja, so ähnlich. Und wovon handelt das? Von Jesus. Mann, hier scheint aber auch alles von Jesus zu handeln. Und nächsten Sonntag? Kann man sich melden, wenn man den Josef oder die Maria spielen will. Aber das ist eigentlich alles Quatsch, denn das spielen immer dieselben. Wer spielt denn den Josef? Der Sohn vom Pfarrer. Und die Maria? Seit 5 Jahren Alice Wendland. Aua, Eugenia, was fällt dir denn ein? Mir fällt ein, dass seit 5 Jahren die Maria spielt. Woher willst du denn das wissen? Du warst noch nie dabei. Ich weiß, das sind noch viel mehr. Na, Alice, was ist denn? Alice, willst du nicht die Maria spielen? Niemand will die Maria spielen. Eugenia, hast du noch eine Frage? Nö, ich will die Maria spielen und Ralf den Josef. Jawohl! Nun, wir wollen erst sicher sein, dass jeder seine Chance bekommt. Meldet sich sonst noch jemand freiwillig für den Josef? Den spiele ich doch! Ja, ja, aber John, du als Sohn des Pfarrers. Tja, also Ralf wird unser Josef sein. Und meldet sich sonst niemand mehr für die Maria? Ethel, Barbara, Betty, Alice. Willst du es dir nicht doch noch mal überlegen? Nein, ich möchte nicht. Also gut. Eugenia, Maria. Dann sind da noch die 3 Waisen aus dem Morgenlande. Kaspar, Melchior und Balthasar. Leopold, Klaus und Olli. Herdmann, 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 Herdmann. Als letzte Rolle der Verkündigungsengel. Was muss ich dann machen? Der Verkündigungsengel war der Engel, der den Hirten die frohe Botschaft brachte. Herdmann. Robby, was ist? Was gibt's da zu flüstern? Ich kann keine Hirte spielen. Wir fahren nach Philadelphia. Sag mal, warum hast du das nicht gleich gesagt? Das habe ich vergessen. Na. Meine Mutter hat gesagt, ich soll auch keine Hirten spielen. Wieso denn nicht? Das weiß ich nicht. Sie hat nur gesagt, ich spiele keine Hirten. Bei mir geht's dies Jahr auch nicht. Ich kann auch keine Hirten spielen. Sag mal, was ist los? Warum wollt ihr dies Jahr keine Hirten spielen? Hedwig Herdmann schlägt so fest zu. Hedwig wird überhaupt niemanden schlagen. Der Engel besuchte die Hirten auf dem Feld und verkündet ihnen, dass Jesus geboren ist. Und schlägt zu. Hedwig wird nichts dergleichen tun. Ich möchte kein Wort mehr darüber hören. So, Schluss für heute. Die erste Probe ist am Mittwoch. Für alle, auch die Hirten. Wiedersehen. Alice, warum hast du dich nicht als Maria gemeldet? Ich verrat's dir, aber kein Weitersagen. Eugenia Herdmann hat mir gedroht, wenn ich die Maria spiele, dann steckt sie mir ein Weidenkätzchen ins Ohr. So tief, dass ich es nicht mehr rausbekomme. Und im Frühling, dann wächst da so ein Weidenbusch aus dem Ohr. Na, mein Sohn. Na, Vater. Spielst du wieder den Josef? Nein, ich spiele Ralf Herdmann. Was? 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 Eugenia Herdmann, die Gottesmutter Maria, das ist Gotteslästerung. Das muss verhindert werden. Wenn die Herdmanns unbedingt an dem Krippenspiel teilnehmen wollen, dann können sie doch vor der Kirche draußen Programmzettel verteilen. Es gibt keine Programmzettel beim Krippenspiel. Bye! Hallo?
Ja, ich habe mir was überlegt. Wir könnten doch Programmzettel drucken lassen, damit wir welche für die Erdmanns haben, hä? Nein, aber wie soll ich denn jetzt den Erdmanns die Rollen wieder abnehmen? Unmöglich, dass eine Horde, die sonst nie unsere Kirche betritt, hereingeschneit kommt und das ganze Krippenspiel an sich reißt. Also unmöglich, Herr Pfarrer. Darf ich Sie daran erinnern, Mrs. Cleaving, dass Jesus, als er sagte, lasset die Kindlein zu mir kommen, alle Kinder meinte? Auch die Erdmanns. Wenn ich da gewesen wäre und meine Pflicht hätte tun können, wäre so etwas nie vorgekommen. Auf Wiedersehen, Helen. Ach, diese Person. Wenn sie da gewesen wäre. Wahrscheinlich wundert sie sich, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht, ohne dass sie den Sonnenaufgang überwacht. Ich will dir mal was sagen. Mir brauchst du nichts zu sagen. Ich bin doch auf deiner Seite. Ich meine doch nur, dass Helen Armstrong nicht die einzige Frau auf der Welt ist, die ein Krippenspiel leiten kann. Bisher habe ich mir gedacht, bring die Sache halbwegs ordentlich über die Runden. Aber jetzt, du, jetzt werde ich das beste Krippenspiel machen, was je ein Mensch gesehen hat. Und ich werde es mit den Erdmanns machen. Morgen fange ich an. Hat denn niemand von euch die Erdmanns gesehen? Doch, heute Morgen waren sie in der Schule. Du sei nicht frech, Charlie. Schon 5:10. Tja, also jetzt teilen wir erstmal die Engel, die Hirten und die Herbergsgäste ein. Ah, da kommt ja Familie Erdmann. Wir freuen uns, euch alle hier zu sehen. Geht mal da nach hinten. So, steht mal auf, bitte. Die erste Reihe Engel. Du, 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 du und du. Ihr wollt doch Engel sein, oder? Ja. Gut, also die Hirten. Du, 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 ihr zwei, du und Charlie. Was waren denn das für Hirten? Wo kamen die her? Was sind das, Hirten? Die wissen doch nicht mal, was Hirten sind. Hirten hüten Schafe und andere Tiere. Ach so, Cowboys. Sowas, ja. Ja, also die zweite Reihe Engel. Alice, du, du und der Rest ist Herbergsgäste. Klar? Gut. Also, wer von den Herbergsgästen, Hirten und Engeln jetzt bleiben will, kann bleiben. Muss aber bitte schön ruhig sein. Ihr könnt aber auch schon nach Hause gehen. Dann sehen wir uns zur nächsten Probe am Mittwoch. Ja? Gut. Tschüss. Also, das hier ist jetzt einmal eine Bank in der Herberge, wo Maria und Josef hingehen. Ralf, komm! Nein, nein, nicht hinsetzen. Warum denn nicht? Wieso denn nicht? Ja, weil in der Herberge... Was ist eine Herberge? Ja, sowas Ähnliches wie ein Hotel, wo Leute übernachten können. Was für Leute? Jesus? Nein, Jesus war doch noch gar nicht geboren. Maria und Josef gingen dahin. Ach, der war noch gar nicht geboren? Warum soll ich mich denn da nicht setzen mit dem Kind? Nein, ihm ist doch in den Stall. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Also wie ging's los? Fangen Sie doch am Anfang an. Wie sollen die denn auch was von der Weihnachtsgeschichte wissen? Die waren ja noch nie in der Kirche. Bis du ihnen angeregt hast, dass wir Popcorn bekommen hier. Du willst ja bloß die Maria spielen. Das werde ich auch. Wart ab. Ich glaube, ich lese euch erstmal die Weihnachtsgeschichte vor, damit ihr ein bisschen eine Ahnung bekommt. Die steht bei Lukas. Hier. Ah, das kann ja lange dauern. Ich lese nur das Wichtigste. Also, da machte sie... Er machte sich auch auf, Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Was ist das, schwanger? Die kriegt ein Kind. Ach so, Jesus, was? Ja. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Verdammt, nicht mal für Jesus? Na ja, niemand wusste, dass das Baby Jesus sein würde. Aber die können doch eine Frau mit einem Neugeborenen nicht in die Garage schicken. In den Stall. Na, denen hätte ich vielleicht was erzählt. Na, ich aber auch. Wie hieß das, wo sie das Baby reingelegt haben? Krippe. Hier. Wir nehmen einmal an, das hier ist sie. Was ist denn das? So eine Art Bett? Ja, sowas. Was? Der hat ein Bett im Stall. Nein, nein, das ist es ja gerade. Wir hatten eben kein Bett im Stall. Eine Krippe, das ist so eine hölzerne Futterkiste für Tiere. Was?
Sie meinen, die steckten Jesus eine Futterkiste? Wo blieb denn da die Jugendfürsorgerin? So was gab es damals noch nicht. Jetzt weiß ich auch, warum das Krippenspiel heißt. Na, siehst du? Also. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, also zu den Hirten jetzt, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Batman. Wie bitte? Aus dem Dunkeln der Nacht erschien Batman, der Rächer aller Entrechteten. Also ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst, Hedwig. Du liest ja keine Comics mehr. Hier ist die Rede vom Engel des Herrn, der zu den Hirten auf dem Felde kommt. Aus dem Nichts, aus dem heimvollen Dunkeln der Nacht, ja? Na ja, gewissermaßen, ja. Okay. Und bei Matthäus steht nun die Geschichte von den drei Weisen aus dem Morgenlande. Olli, was heißt das Weisen? Waren die sowas wie Lehrer? Quatsch, das ist sowas wie der Präsident von den Vereinigten Staaten. Sehr gut, Klaus. Tatsächlich waren es Könige. Sie fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, geht noch rüber, und fielen nieder. Hey, was macht ihr denn da? Sie haben gesagt, sie fielen nieder. Ja, aber das bedeutet doch knien. Ach so. Also sie fielen nieder, beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold und Weihrauch und Myrrhe. Was ist das für Zeug? Kostbare Öle und wohlriechende Harze. Öl? Was für ein schäbiger König bringt ein Motoröl als Geschenk mit? Doch kein Motoröl. Los, was an, wo ist das Hotel? Hey, Hände weg von meinem Baby! Wir wollen es ja bloß ins Hotel bringen. Wieso denn, was denn? Die Könige werden ja wohl dafür gesorgt haben, dass Maria mit ihrem Jesus aus der Garage rauskommt. Und ein anständiges Zimmer kriegt, wo Josef auch reinkommt. Ja. Wozu waren sie ja sonst Könige? Nein, ja, also Moment mal. Also hier steht, wo steht denn das? Gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er. Noch ein König? Ist aber kein Erdmann mehr frei. Hat der die Mickrigen-Geschenke mitgeschickt? Oh nein, viel schlimmer. Der hatte den Plan, Jesus umzubringen. Verdammt! Gerade erst geboren und schon wollen sie ihn umlegen. Wer spielt bei uns den Herodes? Der kommt in unserem Krippenspiel gar nicht vor. Der soll aber vorkommen! Wer meldet sich freiwillig als Herodes? Den haben wir zusammen. Verprügeln genügt nicht. Der muss ein blutiges Ende kriegen. Oder aufhängen. Den Herodes im Krippenspiel aufhängen. Prima. Das ist ein Knüller. Sag mal, ihr seid wohl nicht recht gescheit. Wir müssen froh sein, wenn wir mit dem fertig werden, was wir jedes Jahr spielen. Erzählen Sie was von Herodes. Oje, das ist ja schon 17:50. Nein, nein, also Schluss für heute. Kinder, geht nach Hause. Eure Eltern ängstigen sich sonst. Bei uns ängstigt sich niemand. Aber was war denn mit dem Herodes? Ach, tut mir leid, Ralf. Weißt du, es ist schon so spät. Ich muss ja noch kochen. Vergesst die nächste Probe nicht. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo kriegen wir denn jetzt was über den Herodes raus? Na, in der Bücherei. Kommt. Meine Kenntnisse über Herodes sind nicht sehr umfangreich. Bin schon am Suchen. So? Ihr habt ja den ganzen Schlagwortkatalog ausgekippt. Da finde ich keinen Herodes mehr. Es lebe der LEZB. Herodes, 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 Herodes. Gibt's denn so viele Herodisse? Wie viele Herodisse gab es denn? Welcher war denn hinter Jesus her? Na, ich denke, dieser hier. Herodes der Große. Obgleich zu Christi Zeiten auch schon Herodes Antipas, aber das ist historisch nicht ganz genau belegt. Woran ist er denn gestorben? Habe ich hier noch Herodes Agrippa den Ersten und Herodes Agrippa den Zweiten. Wollen Sie etwa sagen, dass der an Grippe gestorben ist? Ist doch egal, wir hängen ihn auf. Das geht nicht. Wieso denn nicht? Der Jesus ist wirklich geboren. Also müssen wir auch zeigen, wie der Herodes wirklich gestorben ist. Aber an Grippe. Wenn der an Grippe gestorben ist... Also hört doch mal her. Agrippa ist der Name und nicht die Todesursache. Die Herdmanns sind weg. Das war das. Wo kam denn das her? Das war doch die Stimme von Mrs. Brown. Hier ist Mrs. Brown. Nicht aufzufinden. Charlie sagt, Sie waren seit der letzten Probe nicht mehr in der Schule. Und in 5 Minuten fängt die Generalprobe an. Und dann wird also wieder Alice die Maria spielen und der Sohn vom Pfarrer den Josef. Und Hedwig hört man nicht den Engel. Und wir kriegen endlich wieder was zu essen. Das wäre eine Erlösung. Obgleich, ein bisschen täte es mir leid. Ja, es täte mir sogar sehr leid. Ich verstehe dich nicht mehr.
Weißt du, die Herdmanns spielen wirklich Bethlehem. Ja, die haben mir klargemacht, dass die Heilige Familie in Wirklichkeit eine Flüchtlingsfamilie war. Richtig. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber die können doch nicht vom Erdboden verschwunden sein. Mensch, sollen wir die warten lassen? Moment mal, den Gefallen tue ich der Alice nicht. Wir spielen das Krippenspiel. Ja. Komm. Na gut. Jetzt bin ich aber gespannt. Da sind sie. Die Herdmanns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vollzählig. Komm, Charlie, wir müssen zur Generalprobe. Heute gestimmt werden. Man hört's. Wie lange dauert das? 2 Stunden bestimmt noch. Aber gehen Sie doch in den Gemeindesaal. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich gehe da. Komm, ich helfe. Ach bitte, und denken Sie dran. Erst die Hirten. Dann die Könige. Ich weiß. Ich mache das immer verkehrt. Nimm das mit rüber. Los, Kinder, alle in den Gemeindesaal. Und nichts vergessen. Ja, ich muss doch. Die Orgel wird gestimmt. Vielleicht da hinten. Kinder, geht mal alle da nach hinten. Geht's mal. Ja, das tut mir ja nun leid. Hoffentlich stören wir nicht zu sehr. Mit ein bisschen Rücksichtnahme gegenseitig. Hey, hör mal, du musst deiner Mutter sagen, dass wir das Parker-Baby als Jesus haben dürfen, wenn ich die Maria spiele. Aber von Georgina wird sie ihr Baby bestimmt nicht anfassen lassen. Du kannst das Parker-Baby haben, wenn Alice die Maria spielt. Ja, richtig, das Baby, da sollte ich ja eins kriegen. Ach, sagen Sie, Sie hatten doch dein Baby reinbekommen. Naja, ich war nicht mal in Pflege genommen. Das Chinesen-Baby. Das ist ein Chinesen-Baby? Ja. Naja, ist ja egal. Christus ist für alle geboren. Kann ich das haben? Es ist gerade adoptiert worden. Da möchte ich nicht gern fragen, ob die neuen Eltern das gleich wieder als Jesus ausleihen wollen. Hören Sie zu, ich besorge uns eins. Was? Na, ein Baby. Wie willst du denn das machen? Klar, einfach eins vom Supermarkt. Was? Na, da stehen doch immer 2 oder 3 rum im Kinderwagen. Eugenia, red keinen Unsinn. Wir werden uns überhaupt nicht mehr um ein Baby bemühen. Wir nehmen eine Puppe. Oh ja, mein Teddy. Ja, meinetwegen dein Teddy. Der kann wenigstens nicht beißen. Mit der Probe nehmen wir die Vase hier. Was ziehst du denn an? Ich habe kein Kostüm. Zieh doch den Bademantel von deinem Vater an. Das mache ich auch so. Er hat keinen Bademantel. Womit läuft der denn zu Hause rum? Ja, Unterhosen. Kümmert euch jetzt bitte mal nicht um eure Kostüme. Das Wichtigste an einer Generalprobe ist, dass ohne Unterbrechung durchgespielt wird. So, geh mal runter. Jetzt stellen wir hier mal die Herberge hin. So, bitte alle aufstehen. So, ich mach dir das dann. Ich geh ganz nach hinten und spiele Zuschauer. Hierher schauen. Kinder, hier ist der Zuschauerraum. Hierher schauen. Dreht euch zu mir. So, und nun singen. Und Maria und Josef. So wie Teddy.
dir fehlt eine Vase. Weiter bitte, das nächste Lied. Mensch, die Ohren fallen da Sonn, sind aus Afrika. Du weißt doch, dass du nichts sagen sollst. Keiner sagt etwas in unserem Krippenspiel. Außer dem Verkündigungsengel und den Liedern. Du, außerdem kommen erst die Hirten. Wir wollten ja kommen. Ja und? Aber die haben doch was von Melchior gesungen. Ja, ich weiß. Die haben falsch gesungen, weil der Organist da immer falsch spielte. Ihr müsst erst singen, kommet ihr Hirten. Kommet ihr Hirten, ihr Männer. Du weißt doch, dass Maria keine Ohrringe trug. Ich muss sie aber tragen. Warum denn? Ich habe gerade Löcher reingekriegt, ne, und wenn ich nichts drin habe, wachsen sie wieder zu. Ja, hat denn der Doktor gesagt, dass du die Ohrringe drin lassen musst? Was für ein Doktor? Wer hat dir denn die Ohren durchschnitten? Stochen. Ich. Na gut, wir reden noch darüber. So, jetzt wollen wir bitte noch mal anfangen und das Ganze durchlaufen lassen. Singen zu Bethlehem geboren. Aber muss ich denn nicht den Leuten sagen, wie der Teddy also das Kind heißt? Nein, es war nicht Maria, die dem Kind den Namen gab. Siehst du, habe ich doch gesagt. Ich habe ihm den Namen gegeben, also Josef. Nein, Josef auch nicht. Das war ein Engel. War das Hedwig? Nein, Hedwig war der Engel, der den Hirten die Botschaft verkündet. Hey! Es ist ein Kind geboren! Mir, nicht euch! Ich hab das Kind gekriegt! Nein! Das bedeutet doch, dass Jesus allen gehört. Uns allen ist ein Kind geboren. Warum durfte denn Maria ihrem eigenen Kind keinen Namen geben? Weil das ein Engel gemacht hat. Ich? Nein, ein anderer. Geh rüber. Was sagte denn der andere? Einfach so, nenne ihn Jesus? Ja. Nein, das stimmt nicht. Der Engel sagte, sein Name wird sein Wunderbar. Rat, Kraft, Held, Ewig Vater, Friede, Fürst. Och, das hätte er nie vorne auf sein Heft schreiben können. Ich bleib bei Jesus. Kann ich mal aufs Klo? Na ja, also schön, 10 Minuten Pause. Und dann das Ganze nochmal von vorn. Guck mal, wie die Alice sich anschmiert. Sie möchte, dass die Leute sagen, wer ist denn das reizende Mädchen da im Engelchor? Warum spielt die denn nicht die Maria? Wer ist denn eigentlich das reizende Mädchen da im Engelchor? Warum spielt die denn nicht die Maria? Ach, Mrs. Kleving, gucken Sie doch eben mal in den Backofen nach den anderen Kuchen. Ja, gleich. Muss nur noch mal eben raus. Na, wie geht denn die Probe mit dem Krippenspiel? Katastrophal. Ist mein... In der Kirche! Es brennt! Schnell! Hallo! Wieder aufstellen. Engel, wie geht da rüber? Du warst da drüben, nicht? Ja. Eugenia, beeil dich. Komm, mach die Tür zu. So, singen bitte. Zu Bethlehem geboren. Zu Bethlehem den Saal räumen. Ruhe bewahren. Geht ganz ruhig raus, Kinder. Was ist hier? Was soll hier sein? Sofort räumen. Feuer!
soll es denn sonst gewesen sein? Was ist denn das? Ein Weihnachtspaket von der Wohlfahrt. Mensch, der Schwede! Den Knochen krieg ich! Runter da! Kommandant! Nichts! Wieso nichts? Wer hat denn angerufen? Ich. Warum? Weil das Damenklo voller Rauch war. Aber Mädel, das war doch Zigarrenrauch. Zigarrenrauch? Raucht noch ein Damenklo in der Kirche Zigarren? Nur die Maria. Also ich meine die Eugenia, die Maria spielt. Die Küche! Aus der Küche kommt der Rauch, es brennt! Die Apfelkuchen! Kuchen. Die Apfelkuchen. Oh, mein Gott, die Apfelkuchen. Die schönen Apfelkuchen. Oh. Kommandant, nichts. Wieder nichts. Abrücken. Komm runter. Komm runter. Jetzt eigentlich? Wir sind überhaupt nicht durchgekommen. Ich weiß gar nicht, was wir. Ich werde nicht recht schlau aus dem Ganzen. Einige sagen, die Herdmanns hätten das Damenklo in Brand gesteckt. Andere sagen, sie hätten die Küche angezündet. Die Dame sagte sogar, Eugenia hätte eine Blumenvase nach Ralf geworfen. Ich weiß nur, dass Eugenia Herdmann in der Pause auf dem Damenklo ihre Zigarre zu rauchen pflegt. Und Miss Grieving behauptet, die Herdmanns reden nur über Unterwäsche und Sex. Nein, das war John Leiland. Er behauptet, sein Vater läuft zu Hause in Unterhosen rum. Geh mal. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Meinen Sie nicht, wir sollten das Krippenspiel absagen? Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Es wird das beste Krippenspiel, was es je gegeben hat. Wir werden morgen alle eine große Reise machen. Was? Wohin? Nach Bethlehem. Erst die Könige, dann die Hirten. Ich bitte. Ach, ich mach schon. Wenn alles vorbei ist, gehen wir irgendwo hin und essen Würstchen. Wenn alles vorbei ist, gehe ich irgendwo hin und verkriech mich. Thank you.
Jesus ein Bäuerchen machen? Warum nicht, wenn er so zur Welt gekommen ist? Erst die Hirten. Jetzt macht das wieder falsch. Kommen eben erst die Könige. Schmeiß das Zeug weg. Wir nehmen den Schinken. Was machen die denn da? Den Schinken aus ihrem Geschenkkorb. Hab ich selber verpackt. Die machen sich wohl nichts aus Schinken. Ich glaube, das nennt man Opfer. So schnell. Wir können doch nicht ankommen, den Schinken abliefern und sofort wieder verschwinden.